Herzlich willkommen zu unserem neuen gemeinsamen YouTube-Kanal Sea Juice Food. Wie ihr also vielleicht gerade mitbekommen habt, handelt es sich bei unserem neuen Kanal um das Thema Food. Und wir haben das letzte Jahr schon auf dem Kanal Mr. Pyro Manager schon ein paar Essensvideos gemacht. Also eine Pizza-Challenge haben wir, glaube ich, gemacht. Genau, wir haben auch McDonald's mit Burger King zum Beispiel verglichen. Das war ein sehr interessanter Vergleich. Fand ich ein sehr lustiges Video eigentlich. Und es hat uns generell auch sehr Spaß gemacht, ne? Ja, schon. Und deswegen haben wir einfach gesagt, das müssen wir jetzt einfach größer hier aufziehen, das Ganze. Machen wir jetzt mal einen neuen Kanal. Es macht Bock. Wir essen sehr gerne. Wir essen jeden Tag. Machen gerne Videos über Essen und deswegen der neue Kanal. Ja, und dafür haben wir auch schon ein paar Videos vorbereitet. Stimmt. Wir waren nämlich in Berlin City, also in Berlin, und haben da, kann man schon sagen, eine Foodtour gedreht. Ihr habt ja gerade ein paar Impressionen gesehen, die sind aus Berlin. Wir haben ein bisschen vorgedreht, weil wir einfach so ein bisschen gucken wollten, ob das überhaupt jetzt wirklich uns liegt, das Ganze so ein bisschen professionell auch aufzuziehen. Und wollten damit halt noch nicht öffentlich gehen, bevor wir dann vielleicht merken, ey, das ist doch nichts für uns, aber es hat richtig Bock gemacht. Das ist es. Ja, es hat richtig Bock gemacht. Es war sehr lecker. Wir sind natürlich noch nicht so ganz so in der Thematik drin mit Beschreibungen und ja, so, aber das entwickelt man sich alles. Und ich glaube, das ist ja das Geile einfach. Dann ja, dass man so eine Entwicklung sieht. Ja, so eine Entwicklung zu sehen, genau. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir wissen selber noch nicht, was wir jetzt alles so machen werden. Wir haben auf jeden Fall Bock, vielleicht mal so Food-Festivals zu besuchen, zum Beispiel mit so Food-Trucks oder so. Generell halt Essensvergleiche, Fast-Food. Aber wir wollen auch vielleicht selber euch ein paar Rezepte rausgeben, raushauen, euch was Leckeres, Einfaches kochen mit Rezepten zum Beispiel. Wir sind auch auf allen Social Network Plattformen vertreten, das heißt auch auf TikTok und Instagram. Da könnt ihr, wenn ihr wirklich direkt schon sagt, Bruder, das ist es, ich habe schon immer drauf gewartet, dann checkt da mal schon direkt Social Networks ab und lasst da mal schon mal ein Follow da. Da kommt natürlich auch Big Content in Form von Handy-Short-Videos. Genau, von unserem täglichen Essen, was wir so probieren. Genau, also das wird dort immer gepostet. Also wir versuchen da wirklich täglich mindestens mal eine Story oder so auf Instagram oder TikTok eben einen TikTok rauszuhauen. Genau, ja. Und wenn ihr auch ein paar Ideen habt, was wir für Videos drehen könnten, auf welchen Food-Festivals wir gehen können, was für Essen wir testen sollen, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Genau, vielleicht auch was andere schon gemacht haben. Wir kopieren es dann einfach. Oder einfach testen, ob die anderen recht hatten mit ihrer Meinung oder nicht. Stimmt, das haben wir in so einer Art sogar in Berlin so ein bisschen in der Art gemacht. Haben wir so den größeren YouTubern Empfehlungen sind wir so ein bisschen hinterhergegangen und haben die jeweiligen Foodspots abgecheckt, wo große YouTuber gesagt haben, das ist das Beste in Berlin. Genau. Und das Ganze haben wir dann auch mit unserer ehrlichen Meinung beantwortet. Das ist auch immer ganz wichtig. Also da lege ich vor allem auch sehr viel Wert drauf. Ich dass, auch. Ja, du hast, naja, ich will verrate nichts. Ja. Aber ich bin, glaube ich, so ein bisschen härter in der Bewertung als du noch. Du bist ja, ich noch bin mal so leicht zu überzeugen. Ich kann alles essen, deswegen. So, ich bin der, wie heißt er bei Let's Dance? Der Lambi. Der Lambi und du bist die Mozzi. Ich bin die Mozzi Mabuse. Mabuse. Ja. Damit ihr vielleicht eine kleine Vorstellung habt. Der genau. Kritiker, ich bin der Hater. Der Hater. Nee, Leute, aber wenn ihr da auch Ideen habt, könnt ihr es uns ja wissen lassen. Genau, dann machen wir es. Das ist ganz wichtig, Leute. Das erste Video inspiriert uns. Schreibt in die Kommentare bitte, was ihr sehen wollt. Kann alles zusammenkommen, was mit Essen zu tun hat. Ja, und lasst uns
unser gemeinsames Projekt werden. Kurz vielleicht noch so der geplante Upload-Plan. Wir wollen jeden Sonntag ein Video raushauen. Uhrzeit steht noch nicht ganz fest. Und jede Woche 2 Shorts, wahrscheinlich Dienstag oder donnerstags. Und auf Instagram wird es auf jeden Fall auch... Also genau, dort werden die Shorts dann auch hochgeladen und tägliche Stories. Stories, genau, Shorts. Ich komme schon ganz durcheinander. Na dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Mhm. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Oh, ja. Mit unserem ersten Video, mit unserem ersten richtigen Video. Ja. Auf Sea Juice Food. Sea Juice Food. Ja, das ist ein cooler Name. Also seid CE dabei. Für Celine, JU Freeband. Für die, die sich noch nicht gedacht haben, was ist das? Ist sie französisch oder Sea Juice? Baguette? 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 Ja, wegen des Französisch. Brioche? Wie heißt das? Brioche. Brioche? Brioche, ja. Brioche? Brioche? Brioche. Ihr werdet es sehen. Scheiß drauf, Leute. Seid dabei! Sonntag, seid dabei! Und esst mit uns. Kostenloses Abo da lassen und dann verpasst ihr nichts. Und Instagram, okay. TikTok abchecken, ganz wichtig.